Heute, was geht ab, Leute? Hunger? Endlich mit der nächsten Top-Liste. Hab mir lange Gedanken drüber gemacht, wie ich das Ganze gestalten soll, umsetzen soll. Und dann wurde es wahrscheinlich irgendwann zu kompliziert. Deswegen so lange keine Folge. Aber viele haben sich's gewünscht. Und jetzt noch während des Events die besten Top 5 Kampf-Pokémon. Deswegen geben wir hier direkt mal Fighting ein. Und dann Combat Power. Ehrenwerte Nennungen, die es nicht in die Top 5 geschafft haben, weil so viele Kampf-Pokémon gibt es eigentlich gar nicht. Natürlich sowas wie Kikli, Nocturne, Meditalis, richtig schlecht. Habe ich ja einen letztens gemaxt. Ansonsten gibt es nur Vollentwicklung und Razaf. Also echt nichts Besonderes. Auf Platz Nummer 6. Haben wir Quappo? Habe ich hier irgendwo noch ein Quappo? Ne, habe ich gerade gar nicht. Komisch. Kein Quappo am Start. Auf jeden Fall Quappo auf Platz Nummer 6. Max WP 2441. Angriffswert 182. KP 180. Und Defense 187. Platz Nummer 6. Dann auf Platz Nummer 5. Ups. Ich habe meinen Finger gegen mein Handy geschlagen. Dann auf Platz Nummer 5. Ich habe mir auch lange überlegt, wie ich das werte und diese dann Rangliste erstelle. Ich habe hier auf GamePress, da haben die sozusagen schon eine Rangliste. Da kann man auf jeden Typen gehen und dann einfach runtergehen. Und dann habe ich das noch im Pokebattler verglichen. Also ich hatte eigentlich voll die verrückten Sachen vor. Wie gesagt, ich habe es voll kompliziert vorgehabt mit ganzen Simulationen im Pokebattler und dies und das, aber wie gesagt, es wurde dann einfach viel zu kompliziert. Deswegen einfach ausgehend von den Werten, wobei Angriff natürlich der wichtigste ist. Deswegen erstmal auf Platz Nummer 5. Habe ich den überhaupt? Ja, den gibt es sogar momentan als Raid-Boss. Kapilz. Sehr überraschender Angriffswert. Leider ist der Rest nicht so gut. Kann Counter und Dynamic Punch, was Konter und Luftschlag auf Deutsch ist. Das beste Moveset. Aber, also erstmal hat der Angriff 241 und das sind die höchsten Angriffswerte bei einem Kampf-Pokémon. Kein anderes Kampf-Pokémon hat mehr Angriffswerte. Aber KP nur 120 und Defense 153, also die anderen Werte ziemlich low. Max WP 2407. Zum Platz Nummer 4, den kann ich euch nicht zeigen, weil ich den nicht habe, und zwar ist das Skaraborn. Skaraborn, überraschend sehr gutes Pokémon. Ich glaube auch das beste regionale Pokémon, das man überhaupt haben kann, weil es halt auch noch einen Nutzen hat. Kann Konter-Nahkampf, Close Combat, ist ein bisschen schlechter als Wuchtschlag, Dynamic Punch. Hat eine Max-WP von 2938, was echt krass ist, kommt fast an die 3000 ran. Angriffswert 234, was ziemlich nah an Kapilz ist und einfach so 52 stärker als Quappo. KP 160, was stabil ist, und Defense 189, was auch sehr stabil ist. Also eigentlich ziemlich gut. Könnte sogar Wuchtschlag, dann wäre er wahrscheinlich auf Platz 2 oder so. Dann haben wir auf Platz 3 auch einen überraschenden, und zwar Logok. Logok Feuerkampf, und der kann Konter Focus Blast, also Focus Stoß. Auch nicht ideal. Dynamic Punch natürlich besser. Kann eine Max-WP von 2631 erreichen. Angriffswert, und deswegen ist er so weit oben, 240. Das ist nur eins weniger als Kapilz, also ziemlich stark. KP dieselben wie Skaraborn, 160. Und Defense aber nur 141, also ziemlich low. Auf Platz Nummer 2 haben wir, warte mal, ich klicke die lieber auf den 100er, der gemaxt ist, Hariyama. Max-WP 2765 haben wir erreicht. Eine Ausdauer von 288, und ich merke gerade, ich habe Ausdauer immer KP genannt, weil ich dachte, Ausdauer ist KP. Aber hier steht 288 und meiner hat KP 239, also KP und Stamina ist doch nicht dasselbe. Ich dachte echt, das wäre die ganze Zeit dasselbe, also schon mal was Neues gelernt. Hat eine Stamina von 288 und Angriff 209 nur. Defense 114. Ziemlich low ist eigentlich, aber dadurch, dass er halt eben so viel Stamina hat und auch so viel KP, hält er einfach viel mehr aus, und das bringt ihm Platz 2.
kann das beste Moveset Counter Dynamic Punch, Counter Wurfschlag, und obwohl seine ATK so niedrig sind, sind sie zum Beispiel immer noch bei weitem höher als Quappo. Und Quappo ist ja eigentlich nicht so schlecht. Und auf Platz 1 natürlich, keine Überraschung, Machomai. Max WP 2889, sehe ich direkt hier, muss ich gar nicht hier rüber schauen. Angeswert 234, Stamina 180, was mehr ist als Gagaborn oder Logok. Und Defense 162, was mittelmäßig ist. Also ist okay. Kann natürlich Counter Dynamic Punch. Und der hier ist sogar aus den Niederlanden. Und jetzt können wir uns Pokebattler genau anschauen. Jetzt blende ich das erst ein. Genau so machen wir es. Also man kann hier verschiedene Attacken auswählen, die Despota haben könnte. Und Platz 1 und 2 sind eigentlich immer Machomai und Hariyama. Hariyama einmal sogar auf Platz 2, und zwar wenn man Despota bis Steinkante gibt. Und zwischen 3, 4 und 5 ändert sich es eigentlich immer. Mal ist Kapilz 3, mal Skaraborn, mal Logok. Immer hin und her. Hier seht ihr es auf einmal: Logok 3, Kapilz 4, Skaraborn 5, also die 3. Da kann man sich streiten. Aber was klar ist, ist eigentlich, dass Machomai das Beste ist. Und man hat lieber 6 Machomai als irgendeins von den anderen. Also deren Platzierung ist eigentlich ziemlich egal. Setzt euer Geld auf Machomai. Ein Hariyama kann man auf jeden Fall haben. Ein Skakabon auch, wenn man es hat. Ein Logok werde ich auch auf jeden Fall maxen. Aber mehr als eins von denen braucht man auf jeden Fall nicht. Außer Machomai. Das waren die Top 5 Kampf-Pokémon. Wie gesagt, das Segment ist noch im Aufbau. Ich weiß echt noch nicht, wie ich es gestalten will, weil es ist auf jeden Fall echt schwierig, die Pokémon so zuzuordnen und eine Rangliste zu erstellen. Vor allem mit den Kriterien und so. Also ich versuche da noch dran zu arbeiten und schauen wir mal, wie die anderen Folgen so werden. Aber das waren die Top 5 Kampf-Pokémon. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Und schreibt unten rein, welche Rangliste ihr als nächstes sehen wollt, welche Top 5 Pokémon. Und vergesst nicht, Pokémon ist das Business.